Ein ganz normaler Wohnungsschlüssel kann mit einem 3D-Drucker kopiert werden. Dazu braucht es ein Foto, zum Beispiel mit dem iPhone. Von den Fotos werden die relevanten Schlüsseldaten abgelesen und in eine programmierte Datei eingegeben. Diese transferiert alles in ein CAD-Programm, wo schließlich ein 3D-Modell des Schlüssels entsteht. Dieses Modell mit all den relevanten Schlüsseldaten erhält eine 3D-Druckerei. Diese erteilt dem 3D-Drucker den Auftrag und bereitet alles Nötige vor. Über Nacht arbeitet der 3D-Drucker und am nächsten Morgen liegen 5 Schlüsselkopien bereit. Bevor sie funktionstüchtig sind, müssen sie noch von Wachsresten gesäubert werden. Dazu kommen sie in den Ofen. Nun haben wir eine identische Kopie unseres Originalschlüssels. Die Kopie funktioniert, sowohl an der Haus- als auch an der Wohnungstür.